Ja, den Titel, den ich gewählt habe für diesen Vortrag, lautet Die Wirkung sozial anmutender Hinweisreize in Mensch-Roboter-Teams. So ein bisschen wie der Titel meiner Denomination, irgendwie ein bisschen ausufernd und lang, aber irgendwie war das das Beste, was so zusammenfasst, was ich zum Thema Arbeit der Zukunft sagen kann und meinen Forschungsinteressen zusammengeht. Die nächste Folie können wir uns direkt sparen, weil Sabrina so lieb war, mich schon vorzustellen. Da waren auch keine Fehler in meiner Vita zu finden. Also möchte ich direkt einsteigen in das Thema Zukunft der Arbeit. Wie kann Zukunft der Arbeit aussehen, wenn jetzt jemand kommt, der sich mit Mensch-Roboter-Interaktion auseinandersetzt? Dieses schöne Bild hier in einem Blog gefunden, wahrscheinlich vielen bekannt. Arbeiter, in dem Fall wirklich nur Männer dargestellt auf diesen Balken, die in der Pause sitzen und zwischen denen sitzen jetzt Roboter. Ich glaube nicht, dass die Zukunft der Arbeit so aussehen wird. Ich fand es aber irgendwie ein schöner Aufhänger, mal zu überlegen, was für ein Bild haben wir eigentlich davon? Wie könnte Arbeit aussehen, wenn wir plötzlich zum Beispiel im Team mit Robotern zusammenarbeiten? Gehen Sie vielleicht mal ganz kurz in sich und stellen Sie sich vor, wie Ihre heutige Arbeit aussehen würde, wenn jetzt plötzlich ein Roboter Ihr Vorgesetzter wäre, Ihre Vorgesetzte oder einer Ihrer Mitarbeitenden. Ich habe dazu noch ein Zitat mitgebracht, weil in dem Kontext der Diskussion, was Digitalisierung alles Gutes und Schlechtes kann oder auch Robotik, immer wieder viele Ängste aufkommen. Und ich finde dieses Zitat, das ist so eine, ja, ist mehr oder weniger eine Konferenz, nicht wissenschaftlich, aber es heißt House of Beautiful Business. Und das Zitat, ich lese einmal vor: Then everything that can be automated will be. Being human becomes the ultimate differentiator. Und es geht noch weiter. And if software is eating the world, we might as well have a glass of wine with it. Ich fand das sehr provokativ, es hat mich aber sehr zum Denken angeregt. Was wollen die Leute damit eigentlich sagen? Wenn dieser Schritt jetzt kommt, dass wir eigentlich alles automatisieren können, wenn wir jede Arbeit durch einen Roboter machen lassen können, wenn künstliche Intelligenz gewisse Aufgaben übernehmen kann, ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht alles übernehmen werden. Weder KI noch Roboter. Das, was dann überbleibt, ist ja eigentlich das, was Menschen ausmacht. Das, was wir nicht ersetzen können, das, was wir nicht durch Software programmieren können. Das fand ich schon mal einen ganz spannenden Gedanken, weil es bedeutet auf der einen Seite natürlich auch, dass eventuell was wegrationalisiert wird, aber auf der anderen Seite finden wir vielleicht auch irgendwas über die Menschheit heraus, was wir bisher vielleicht noch nicht wussten. Oder ich bin da noch viel optimistischer, wir erkennen noch viel stärker die Grenzen von Technologien, denn alles geht auch heute noch nicht. Auch wenn vieles geht, aber alles geht eben nicht. Und dieser Beisatz, and if software is eating the world, we might as well have a glass of wine with it, habe ich so ein bisschen zum Anlass genommen zu sagen, wir werden das wahrscheinlich nicht mehr aufhalten, dass Technologien in unseren Alltag, in unsere Arbeitswelt eingreifen, dass gerade die, die besonders gut programmieren, die sich mit KI auskennen, einen gewissen Vorsprung haben. Aber vielleicht können wir uns einmischen. Also auch ich in meiner Rolle als Psychologin mit ein bisschen Informatikkenntnissen habe die Hoffnung, dass ich eingreifen kann und herausfinden kann, wie wirken denn die Technologien und wie können wir die Arbeit so gestalten, dass sie eine positive Wirkung auf den Menschen hat. Natürlich muss man auch immer ethische Bedenken berücksichtigen, aber vielleicht können wir auch positiv einfach uns einbringen und das Beste daraus machen und ein bisschen damit spielen. Ja, jetzt hatte ich gerade schon gesagt, viele glauben, bei der Arbeit der Zukunft kommen Roboter vor, außer man guckt jetzt in die Autoindustrie. Das ist den meisten, glaube ich, sehr bekannt, dass dort Robotik verwendet wird. Es gibt aber viele andere Bereiche, wo Roboter schon in den Arbeitsalltag eingezogen sind. Wir haben einen Artikel aus Wired mal rausgesucht, wo so schöne fotografische Beispiele auch sind, die sehr schön plakativ zeigen, wo Roboter eingesetzt werden. Auf dem linken Bild zum Beispiel im Krankenhaus. Auf dem rechten Bild in so einer Verpackungsstation, wo verschiedene Menschen mit Robotern zusammenarbeiten. Und ich glaube, man sieht das nicht. Ich erkläre es deshalb dazu. Da ist so ein kleines Bild, welcher Arbeiter an welchem Platz arbeitet. Und da sind nicht nur Frauen und Männer abgebildet, sondern das Bild ganz rechts ist ein Bild von dem Roboter. Das heißt, man sieht ja schon so eine gewisse Integration in den Arbeitsplatz, wo der Roboter Seite an Seite mit Frau und Mann am Arbeitsplatz zu sehen ist. Es gibt noch ein paar schöne weitere Beispiele, wo man jetzt vielleicht eher an Maschinen denken würde. Ganz links ein Roboter, der eingesetzt wird, um bei der Ernte zu helfen. Hier ist jetzt zum Beispiel gerade gar kein Mensch mehr an dem Gerät. In der Mitte Roboter, die sehr tierähnlich sind, die besonders in Gefahrensituationen eingesetzt werden,
die zur Aufklärung dienen können oder auch in Orte gehen können, wo es zum Beispiel besonders heiß ist. Und rechts einer, den fand ich besonders spannend, weil er so eine Kombination ist aus Menschenähnlichkeit von der Figur her, aber doch sehr blechern und maschinenhaft. Und die Aufgabe dieses Roboters hier ist das Zusammenbauen von Schränken. Natürlich sind die noch nicht weit verbreitet und ersetzen die Arbeitsplätze von Menschen, aber sie werden in diesen Bereichen so schon eingesetzt. Um Sie ein bisschen mitzunehmen in dem Bereich, in den ich forsche, habe ich einmal eine Definition mitgebracht, was Mensch-Roboter-Interaktion eigentlich ist. Ich möchte das abgrenzen von der Robotik, die sich ja mit der wirklich der Erstellung und Programmierung von Robotik mit Ingenieurstätigkeiten befasst. Mensch-Roboter-Interaktion konzentriert sich auch auf Entwicklung von Robotern, aber spezifisch auf solche, die mit Menschen in ihrem Alltag oder an ihrem Arbeitsplatz zusammenarbeiten sollen. Dazu gehört dann nicht nur zu berücksichtigen, wie diese sich physikalisch verhalten sollen, also ob sie ihre Arme bewegen, ob sie den vor- oder zurückfahren, sondern auch soziale Aspekte berücksichtigen. Das heißt, ein Roboter, der sich dem Menschen am Arbeitsplatz nähert, der sollte den nicht nur verletzen, sondern eventuell auch soziale Normen einhalten, wie sowas wie, wenn man zu nah an eine Person rankommt, dann bekommt die eventuell Angst. Oder wenn man von hinten an die Person ranfährt und dann plötzlich sehr laut ist, könnte die sich erschrecken. Das ist für uns Menschen ganz klar. Wir wissen, wie wir uns da zu verhalten haben, aber das einem Roboter beizubringen, ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Es gibt so drei zentrale Punkte, die man bei der Definition wissen sollte, wie sich die Forschung selber kennzeichnet. Das ist ja noch eine recht junge Forschung. Interdisziplinär, problemorientiert und menschenzentriert. Warum ist das so? Interdisziplinär, ganz klar, weil Psychologen, Soziologen, Ethikerinnen, Ingenieurinnen alleine das nicht machen können. Das braucht die ganze Bandbreite, Designerinnen, alles muss dabei sein, um diese Interaktion gestalten zu können und es umzusetzen. Problemorientiert einfach deshalb, weil man einen bestimmten Anwendungsbereich braucht, an dem man was entwickelt und austesten kann. Und menschenzentriert, weil sich die Forschung so ein bisschen dem verschrieben hat, zu gucken, dass man nicht nur eine Technologie entwickelt, die funktioniert, sondern die vom Menschen akzeptiert wird und im Idealfall sogar noch dem Allgemeinwohl dient. Ich würde jetzt nicht direkt behaupten, dass jede Form der Forschung der Mensch-Roboter-Interaktion dem Allgemeinwohl dient, aber es gibt schon sehr viele Bemühungen zu schauen, dass man Personen mit bestimmten Einschränkungen unterstützt, dass man ältere Menschen unterstützt. Das sind alles so Anwendungsbereiche, wo Mensch-Roboter-Interaktion eine Rolle spielt in der Forschung. Wenn wir jetzt stärker auf Arbeitsplätze gehen, dann kann man unterscheiden, wie Menschen dort mit Robotern zusammenkommen. Das kann sowohl, wie auf diesem Bild dargestellt, so ein Arm sein, ein Industrieroboter, wirklich nur ein Arm mit Aktuatoren und Motoren, der sich bewegen kann, der etwas angeben kann. Es könnte aber auch ein Service-Roboter sein, der menschenähnlich aussieht oder diverse andere Formen haben. Die linke Seite ist die, die jetzt gar nicht so interessant ist, denn dort ist einfach ein Roboter, der eingesetzt wird neben Menschen, die haben nichts miteinander zu tun. Spannender ist für mich die rechte Seite, also die Mensch-Roboter-Interaktion, wo entweder eine Form von Koexistenz besteht, das heißt, Mensch und Roboter arbeiten mehr oder weniger am gleichen Ort, kommen aber nicht in eine direkte Interaktion. Das heißt, wir können eventuell gleiche Dinge herstellen in der Fabrik oder haben einen Tätigkeitsbereich. Es gibt aber keine Kommunikation oder Interaktion in der Form zwischen ihnen. Bei der kooperativen Form ist es dann schon mehr so, dass die eine Aufgabe mit der anderen zusammenhängt. Also zum Beispiel, der Roboter kann etwas greifen und zusammenlegen, der Mensch muss es ihm aber vorher angeben. Und die engste Form der Zusammenarbeit zwischen Mensch, Roboter und Roboter wird definiert als Kollaboration. Das bedeutet, dass wirklich der Handgriff am Ende durch einen physikalischen Kontakt zustande kommt. Also, dass sie wirklich sich direkt was übergeben oder etwas zum Beispiel zusammen transportieren. Das wäre so die nächste Form. Und um zu sehen, wie Menschen und Roboter im Team zusammenarbeiten, sind die letzten beiden Formen für mich jetzt am interessantesten. Das heißt also ein kooperatives oder kollaboratives Zusammenarbeiten. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie das aussehen könnte am Arbeitsplatz für den Menschen aus einer psychologischen Perspektive, möchte man eigentlich immer wissen, was macht das jetzt mit dem Menschen?
Und wenn man dann guckt, was für Literatur es schon darüber gibt, wie Menschen zufrieden sind am Arbeitsplatz, auf der einen Seite, das ist der grüne Kasten rechts, Motivation und Zufriedenheit, und auf der anderen Seite Theorien darüber, wie Menschen Technologien akzeptieren, Technologien in ihrem Alltag, wie auch Technologien am Arbeitsplatz, da weiß man schon relativ viel darüber. Da gibt es Faktoren des Roboters oder der Technologie und des Menschen, die auf die Akzeptanz wirken. Und Faktoren des Menschen oder des Teams und des Jobs, die auf Motivation und Zufriedenheit wirken. Wir wissen aber noch nicht, wie das jetzt zusammenspielt, wenn alles zusammenkommt. Also wenn Menschen mit Robotern im Team arbeiten, die wiederum unterschiedliche Eigenschaften haben, wie sich das auf Motivation und Zufriedenheit auswirkt und welche Rolle die Akzeptanz und Nutzung dieser Technologie am Arbeitsplatz überhaupt spielt. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir uns wünschen, dass wir in Zukunft mit Robotern zusammenarbeiten, in einer kooperativen oder kollaborativen Form, erfordert das Ganze ein gewisses Maß an Vertrauen und Verstehen auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten meine ich, der Roboter muss zum einen die Möglichkeit haben, menschliches Verhalten überhaupt wahrzunehmen, zu interpretieren und angemessen darauf zu reagieren. Wie gesagt, es hilft nichts, wenn Roboter einem die ganze Zeit über den Fuß fahren würden, wenn sie nicht vorhersehen können, dass der Mensch irgendwie eingreifen will, wenn da keine Lichtschranken mehr sind, die den Menschen schützen würden. Also ein gewisses Verständnis auf Roboterseite muss bestehen. Auf der anderen Seite aber muss auch ein Verständnis des Menschen verstehen, der natürlich wissen will, was die Maschine kann, ob irgendeine Gefahr von ihr ausgeht und am besten auch noch vorhersagen können, was als nächstes passiert. Dazu ist es besonders wichtig zu verstehen, wie Roboter nun auf den Menschen wirken, gerade aus der Perspektive, die ich einnehme. Und was mich daran besonders interessiert, und das hat mich auch in meiner Forschung außerhalb des Arbeitskontexts immer schon interessiert, ist, wie sozial anmutende Hinweisreize in Technologien wirken. Was sind jetzt sozial anmutende Hinweisreize oder wie andere Autoren auch sagen, minimale Hinweisreize? Dazu zeige ich kurz ein kleines Video. Und ich würde gerne eigentlich von Ihnen an der Stelle wissen, was Sie denken im ersten Moment, warum Sie nicht glauben, das ist einfach nur ein Computer. Was macht es so ein bisschen anders in diesem Beispiel? Say hello to the new iMac. Ganz toll, wenn sich aus dem Plenum jemand entmuten und was sagen würde. Einfach rein. Dass der Bildschirm die Bewegung des Laufwerks verfolgt, wie ein Mensch eben auch eine Bewegung verfolgen würde, intuitiv. Sehr gut, ja. Noch jemand? Irgendwas besonders auffällig gewesen. Ich spiele es nochmal ab. Say hello to the new iMac. Soll übrigens keine Schleichwerbung sein. Ein sehr schönes Beispiel. Okay, es ist Nachmittag und wir sind ja auch in keiner Lehrveranstaltung, deshalb erlöse ich Sie jetzt direkt, ohne das Video nochmal zu zeigen. Die verschiedenen Dinge, die man hier sehen kann, relativ auf den ersten Blick sind, wie Alina gerade schon sagte, es sind Bewegungen, die so ein bisschen an menschliches Verhalten erinnern. Diese Bewegung des Displays erinnert so ein bisschen an eine Kopfneigung. Atmen könnte man auch sehen. Die Blickrichtung wird vorgegeben, also man interpretiert so ein bisschen den Monitor als einen Kopf. Dann, was als nächstes kommt, ich lasse noch mal ein Stück laufen, ist die Verwendung von Sprache. Also wir sehen, ob es auf dem Display Sprache angezeigt. Es wird Sound ausgegeben, auch diese Geräusche haben so ein bisschen was von, der wird jetzt wach, der ist fröhlich. Das sind alles Zuschreibungen und Interpretationen, die wir machen. Auf der einen Seite aufgrund von sichtbaren Merkmalen, also zum Beispiel etwas, was man direkt beobachten kann, aber auch Interpretationen, zum Beispiel wie das Gucken zum Zuschauer bedeutet so etwas wie aufmerksam sein.
Oder das Kopf hängen lassen, Kopf wieder heben, bedeutet so etwas wie aufwachen. Dieses Beispiel ausgewählt, weil es ganz schön zeigt, ohne dass das Ding schon eine richtig menschliche Gestalt hat, kann man schon sowas wie Lebendigkeit hineininterpretieren. Es braucht also gar nicht viel, dass wir so das Gefühl haben, da ist irgendwie was, das erinnert mich. Und wir denken natürlich nicht, das erinnert mich an einen Menschen, aber wir sind sofort in der Lage zu sagen, der möchte dies und jenes oder der fühlt sich so und so. Dahinterliegend gibt es verschiedene Theorien, die zum Teil aus der Medienpsychologie stammen, die versuchen zu erklären, warum Menschen das tun und wie sich das erklären lässt. Da ist vorne ran die Theorie der Media Equation anzubringen, die einfach aussagt, dass Menschen Technologien behandeln wie Menschen. Das heißt, wenn der Computer Hi sagt, antworte ich mit Hi. Wenn der Computer eine Frage über sich selbst stellt zu seiner Bewertung, würde man versuchen, ihn etwas höflicher zu bewerten. Das ist empirisch ganz gut belegt worden, auch wenn sich das vielleicht erstmal für viele nicht ganz plausibel anhört. Dazu kommt noch die Tendenz des Menschen, Dinge zu anthropomorphisieren. Das gilt jetzt nicht nur für Computer oder interaktive Technologien, sondern auch zum Beispiel für Staubsauger, Autos, Namen zu vergeben an ein nichtmenschliches Objekt würde zum Beispiel dazu zählen. Und warum tun Menschen das? Sie tun das, weil sie sich das Verhalten von Dingen, die ja anders sind als Menschen, so besser erklären können. Der Drucker, der schon wieder nicht druckt, hat wahrscheinlich einen schlechten Tag. Oder das Auto, was nicht anspringt, da wird man vielleicht nicht direkt einen technischen Fehler suchen, sondern vielleicht eine andere Erklärung geben, wenn man diese technische Erklärung gerade eben nicht hat. Und innerhalb dieser Theorie wird angenommen, dass Auslöser für diese Reaktionen minimale soziale Hinweisreize sind, die in diesen Technologien stecken, insbesondere interaktive Technologien ab Computer, also Smartphones, Roboter, Sprachassistenten. Was sind jetzt soziale Hinweisreize, die hier gemeint sind? Das eine ist zum Beispiel Interaktivität. Das kann schon am Computer sein, wenn so ein Display aufpoppt oder so ein Fenster aufploppt. Wo steht, dass dieser oder jener Fehler passiert? Wollen Sie weiter fortfahren oder abbrechen? Das ist schon eine Form von Interaktivität, die man mit einem Tisch jetzt zum Beispiel nicht hätte. Weitere Hinweisreize können sowas sein wie gerade in einem Video, die Ausgabe von Sprache oder die Verwendung einer Stimme. Oder ganz häufig auch, dass Technologien Rollen übernehmen, die sonst Menschen erfüllen. Zum Beispiel der Computer als Lehrer, wenn man so ein Lernprogramm benutzt, oder ein Roboter, der eine Sprache beibringt. Das führt dazu, dass wir Reaktionen auf diese Technologien zeigen, die vergleichbar sind mit Reaktionen auf Menschen. Meine eigene Wortwahl ist dafür deshalb auch sozial anmutende Hinweisreize, denn es ist natürlich unsere menschliche Interpretation, dass wir sagen, das ist was Soziales, hat was Soziales. Die Technologie an sich muss dadurch ja nicht direkt im Kern sozial sein. Die Technologie merkt ja nicht, ob wir sozial darauf reagieren oder nicht. Es gab nämlich eine große Diskussion darüber, ob man jetzt sagen könnte, Menschen reagieren auf Technologien wie auf soziale Akteure. Und um diesen Streit einfach ein bisschen aus dem Weg zu gehen, weil ich diesen Streitpunkt gar nicht so wichtig finde, kann man auch einfach nur von sozial anmutenden Hinweisreizen sprechen. Damit wendet man das so ein bisschen ab. Es ändert aber im Prinzip nichts am Ergebnis. Wenn wir jetzt nach Computern zu Robotern gehen, kommt natürlich noch dazu, dass diese eine viel ähnlichere Gestalt zum Menschen haben können und auch kopräsent in unserer Welt sind. Das heißt, der Roboter kann vor einem stehen, der könnte einen theoretisch anfassen. Der besteht nicht nur aus Einsen und Nullen, sondern ist wirklich physikalisch verkörpert in unserer realen Welt. Und das macht die Interaktion mit diesen Technologien besonders. Ich habe ein Beispiel aus meiner vergangenen Forschung mitgebracht, die gar nicht im Arbeitskontext stattfand, aber auch so im Arbeitskontext relevant sein kann. Eine Form von sozialer Interaktion passiert nonverbal, zum Beispiel auch über Berührung. Und wenn man in die Literatur guckt, was Berührung zwischen Menschen macht, kann das positive Effekte haben. Auch im Arbeitskontext. Im Arbeitskontext zum Beispiel eines Kellners. Der bekommt zum Beispiel mehr Trinkgeld, wenn er den Kunden an der Schulter berührt. Konnte so gezeigt werden in Feldstudien. Ebenso gibt es auch Studien, die gezeigt haben, dass im Kontext einer Bibliothek die Personen besser bewertet werden, wenn sie bei der Aushändung der Bücher die Personen an der Hand berühren. Das heißt, irgendwas scheint zu sein zwischen Menschen, wenn Berührung in einer Interaktion, selbst mit Fremden in diesem Fall, stattfindet, dass das eine positive Wirkung auf die Person, die Evaluation der Person hat und manchmal auch die Situation. Jetzt hat mich interessiert, wie ist das denn mit Robotern? Wenn wir einen Roboter haben,
der auch in der Lage ist, Menschen anzufassen. Die Literatur bis zu dem Punkt konnte schon zeigen, dass generelle Berührung an Robotern, also von Menschen initiierte Berührung, positive Effekte hat. In der Arbeitsgruppe von Shibata zum Beispiel wurde diese Roboter-Plüsch-Robbe entwickelt. Es sieht aus wie ein Stofftier, aber es ist auch innen drin Technologie. Das kann sich bewegen, es kann auf Berührungen reagieren, macht sonst nichts. Dient vor allem dazu, alte Menschen oder in anderen therapeutischen Kontexten zu beruhigen. Ist ganz erstaunlich, was für Effekte das hat. Vergleichbar wie mit Tieren wirkt diese Form der Berührung so beruhigend auf die Menschen, dass es dazu führt, dass man wirklich physiologische Veränderungen feststellen kann. Also weniger Stresshormone, die Leute sind motivierter, auch mit anderen zu sprechen, die Leute essen mehr. Ganz toller Effekt. Wenn man dann guckt, wie Berührungen aussehen mit anderen Formen von Robotern, wo man jetzt ja sagen könnte, naja, diese Robbe ist so ein bisschen mehr wie ein Haustier, hat jetzt gar nicht viel von einem Roboter, gibt es auch Studien, die sich schon damit befasst haben, wie Berührungen zwischen Mensch und Roboter auf Motivation wirkt. Auf dem Beispiel rechts sieht man wirklich einen sehr kleinen Roboter, der in gewisser Weise humanoid ist, weil er etwas wie einen Kopf und Arme besitzt. Und in dem Experiment, das fand im Labor statt, wurden die Leute gebeten, eine wirklich sehr stupide Aufgabe zu erledigen. Und der Roboter sollte sie vorher motivieren, diese Aufgabe möglichst lange auszuführen. Das heißt, auf dem rechten Bild sieht man diese Knubbel, das soll die Hand des Roboters sein, die wurde auf die Hand der Probanden aufgelegt und dann wurde so ein bisschen getätschelt und gesagt, dass der Roboter zuversichtlich ist, dass der Mensch das sehr gut erledigen kann. Und in der Bedingung, wo das gemacht worden ist, haben die Leute wirklich signifikant länger an der Aufgabe gearbeitet, als in der Bedingung, wo keine Berührung stattfand. Was dazu zu sagen ist, allerdings in einer Bedingung, wo der Mensch nur den Roboter anfasste und diese aktive Berührung auf der Hand des Menschen nicht stattfand, unterschied sich nicht von keiner Berührung. Das heißt, um die Motivation zu steigern, scheint es schon wichtig sein, dass auch eine aktive Rolle des Roboters hier wichtig ist. Das ist natürlich nur ein einzelnes Experiment. Da kann man jetzt noch keine globalen Aussagen drüber treffen, aber es hat mich motiviert zu denken, da scheint irgendwas zu sein, was passiert, auch zwischen Mensch und Roboter, was Berührung angeht. Ich habe mir dann überlegt, wie man eine Berührung ein bisschen unterschwelliger einbringen kann, denn in dem Vorgängerexperiment war es so, die Leute mussten zu dem Roboter hingehen, er hat seine eine Hand gezeigt, mussten die Hand drauf tun. Und dann war ja relativ klar, jetzt wird wahrscheinlich gleich was passieren. Dann tut der Roboter seine Hand da drauf und die Hand ist auch noch so ein Knubbel. Das fand ich noch nicht ganz befriedigend. Deshalb haben wir in Duisburg dazu ein eigenes Experiment überlegt, wo der Roboter die Rolle eines Studienberaters einnimmt, vergleichbar zu Studien, die auch wirklich schon sehr lange her, Ellingner und Witcher 1979 gemacht haben, die aber einen guten Effekt gefunden haben von Berührungen in so Gesprächssituationen. Und versucht, das mit einem Roboter nachzubauen. Das heißt, die Menschen, hier Sabrina auf dem Foto, die war natürlich keine Probandin, sondern nur Model für das Foto, saßen dem Roboter gegenüber, unterhielten sich über eine Studienberatungssituation und an vier verschiedenen Stellen während des Gesprächs wurde in der Experimentalbedingung die Hand der Probanden berührt. Das war dann, ich hoffe, Sie sehen meinen Mauszeiger mit dieser Hand an der Hand des Probanden. Und diese etwas merkwürdige Position der Probandin wurde so argumentiert, dass diese Box zur Messung der Hautleitfähigkeit, also des Stresslevels, während der Interaktion diente. Und deshalb mussten die Hände darauf liegen. Es hat einen ganz einfachen, pragmatischen und technischen Hintergrund, dass es nicht so einfach war, mit dem Roboter die Hand der Probanden sonst zu finden. Damit es standardisiert war, haben wir diese fixe Position gewählt, die aber nicht in der Interaktion war, gib mir mal deine Hand und ich lege dann deine Hand hier auf, sondern die Hand lag die ganze Interaktion lang auf dieser Box. Wir haben dann beobachtet, wie die Menschen sich im Labor verhalten und zusätzlich Fragebögen ausfüllen lassen zu der Interaktion. Hier nochmal ein Beispiel, wie das dann im echten Versuch ausgesehen hat. Der Roboter beugt sich so ein bisschen nach vorne, tätschelt die Hand. Das war wirklich so ein dreimal Aufklopfen auf die Hand. Das war das, was jetzt technisch realisierbar war mit dieser Form von Roboter und nimmt die Hand dann wieder zurück. Was haben wir dann gefunden? Laut Selbstauskunft, also laut Fragebogen, haben die Personen, die berührt wurden, im Vergleich zu denen, die eben nicht berührt worden sind, da hat der Roboter einfach so in der Luft gestikuliert mit der gleichen Bewegung, haben angegeben, sich deutlich besser zu fühlen.
Das waren so Fragen wie, ich fühle mich gerade gut, ich fühle mich munter. Das war signifikant höher in der Bedingung mit Berührung. Wir fanden allerdings keine Unterschiede hinsichtlich der Evaluation des Roboters. Das heißt, ob der Roboter die Menschen berührt hat oder nicht, hat sich nicht positiv auf seine Bewertung ausgewirkt. Ich habe hier nochmal hingeschrieben, Ceiling-Effekt. Wir gehen davon aus, dass es daran lag, dass sie so überrascht waren, wie toll die Interaktion mit dem Roboter war. Das haben wir so im Nachhinein auch mitbekommen, das wurde uns gesagt, dass sie vielleicht generell sehr hoch gewertet haben. Da macht es schon gar keinen Unterschied mehr, ob überhaupt eine Berührung stattfand oder nicht. Das heißt, das wäre in Zukunft nochmal genauer zu untersuchen. Dann gab es zusätzlich eine Situation in dem Experiment, wo der Roboter fragte, ob die Studierenden in dem Fall Interesse an einem bestimmten Kurs haben, hier für Business English, und sich dafür anmelden wollen. Wir haben dann einfach im Gespräch beobachtet, ob sie dieser Bitte des Roboters zustimmen oder nicht. Und wir konnten zeigen, dass in der Bedingung mit Berührung die Mehrheit der Teilnehmenden zustimmte, in der Bedingung ohne nicht. Dazu kann man noch sagen, was ich ganz interessant fand, in der Bedingung mit Berührung, diejenigen, die sagten, die machen das nicht, die haben sich dann dafür entschuldigt. Das heißt, irgendwie hat der Roboter geschafft, eine Verbindung herzustellen zwischen sich und der Person, die dazu geführt hat, dass sie dieser wirklich kleinen Bitte oder Idee, sich für diesen Kurs zu interessieren, nachgegangen sind. Also insgesamt können wir sagen, dass sich hier in diesem Rahmen zeigen ließ, dass Berührung auch durch einen Roboter, sofern sie als angenehm empfunden wird und nicht störend, positive Effekte auf das Befinden haben kann in dieser sehr kurzen Interaktion und auch Einfluss auf die Bereitschaft haben kann. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir am Arbeitsplatz mit Robotern zusammenarbeiten sollen, kann das also bedeuten, wenn eine beiläufige Form von Berührung zwischen Mensch und Technologie stattfindet, dass es zu Interpretationen und Effekten kommen kann. Da sollte man sich im Vorhinein darüber im Klaren sein, dass man entweder gezielt darauf hinweist oder eben auch nochmal spezifischer untersucht, ob das ein Effekt ist, den man möchte oder eben auch nicht. Könnte das jetzt ja zum Beispiel auch einsetzen, um die Leute zu einem bestimmten positiven Verhalten zu beeinflussen, zum Beispiel sich gesund zu ernähren und würde denen dann in der Mittagspause mal auf die Schulter klopfen. Was aber hier völlig unklar ist, ist, ob das auch mit einer anderen Form vom Roboter funktionieren würde. Der ist jetzt sehr niedlich, der ist klein, der ist ungefährlich und die Studie wurde nur im Labor durchgeführt. Das heißt, auch das wäre in Zukunft sehr spannend zu schauen, findet man solche Effekte auch am Arbeitsplatz und findet man die auch mit Robotern, die weniger menschenähnlich sind, die zum Beispiel nicht sprechen, einfach nur einen Menschen berühren. Das wäre zu klären. Möchte ich gerne nochmal zurückkommen zu den Hinweisreizen im Design des Roboters. Berührung würde ich jetzt definieren als auch ein sozialer Hinweisreiz, der aber dynamisch ist und nicht allein im Design verankert. Im Design von Robotern können wir ganz viele unterschiedliche Hinweisreize finden, die uns an Menschen erinnern. Wenn wir uns hier diese Auswahl mal angucken von Robotern, die irgendein menschenähnliches Merkmal haben, sehen wir schon diese breite Varianz. Also wir finden ganz häufig so etwas wie Augen, wir finden so etwas wie Arme und das hat ganz einfache gestalttheoretische Hintergründe, soll häufig darauf hindeuten, wozu der Roboter in der Lage ist. Es kann zum Beispiel bei der Arbeit hilfreich sein, wenn Augen da sind, dass der Roboter mit seinem Blick verfolgen kann, dass man besser verstehen kann, weil man einfach Augen besser versteht als keine Augen. Also eine Kiste, die nur steht und sich bewegt, verstehen wir nicht so leicht, wie wenn das so aussieht wie Augen, weil wir Menschen darauf einfach gut vorbereitet sind, auf Augen zu reagieren. Wenn wir jetzt zum ersten Mal in Kontakt mit so einer Technologie treten, besonders dann, wenn wir noch nicht viele Erfahrungen haben, wecken diese äußeren Merkmale direkt bestimmte Erwartungen in uns. Wenn wir rechts mal die Roboter angucken, der eine ist einfach nur ein Arm, da ist noch nicht mal ein Greifer dran. Was kann der überhaupt? Bin ich mir nicht ganz sicher, dieser hellblaue. Wenn wir den roten daneben sehen, dann sieht man aber schon sowas wie einen Greifer. Da kann man davon ausgehen, dass er wahrscheinlich in der Lage ist, Objekte zu greifen. Eventuell glauben wir auch, dass er in der Lage ist, diese Objekte sehen zu können, weil auf diesem Display Augen abgebildet sind. Wohingegen wir von dem Roboter unten eventuell nicht mehr so viel erwarten, weil er gerade seinen Kopf verloren hat. Es konnte auch in unterschiedlichen Untersuchungen bereits gezeigt werden für eine Hand von Roboter, dass genau solche Zuschreibungen sehr spezifisch gemacht werden und sich auch im Durchschnitt zeigen. Also dass
Menschen auch einig darüber sind, welche Zuschreibungen sie machen. Wenn wir jetzt nochmal zurück zu dem Mensch-Roboter-Team kommen, welche Relevanz haben jetzt solche Effekte, die man auch außerhalb des Arbeitskontexts beobachtet, für Mensch-Roboter-Teams? Die Befundlage aus der Media Equation Theorie zeigt zum Beispiel für Teams, dass Menschen sich auch mit Technologien als Team fühlen können. Ich habe hier rechts nochmal dieses Bild gebracht, weil mir das irgendwie noch im Kopf war, diese Mitarbeitenden kombiniert mit diesem Roboter, der auch einer von den Mitarbeitenden zu sein scheint. In empirischen Studien dazu, wie man Technologien, in dem Fall Computer und Menschen zu einem Team machen kann, hat man zum Beispiel einfach mit Farben, also Uniformen sozusagen, gearbeitet. Da hat man einfach einem Menschen und einem Computer die gleiche Farbe gegeben und einem anderen Computer nicht. Und man konnte tatsächlich beobachten, dass der Mensch sich hier in dem Fall, wie im Beispiel, dem grünen Computer mehr zugehörig fühlte und den eher bevorzugte als den blauen Computer. Das finde ich immer noch sehr verblüffend, aber da kann man halt sehen, dass so eine Zusammengehörigkeitsgefühl wie in dem Minimal Group Paradigm aus der Sozialpsychologie auch wirklich auf Technologien übertragbar ist. Das heißt, wenn man jetzt möchte, dass die Menschen in einem Team sich mehr zusammengehörig fühlen mit einem Roboter, könnte man über sowas Einfaches wie die gleiche Farbe, ein T-Shirt, alles, was man auch sonst zum Teambuilding zwischen Menschen benutzen würde, auch ausprobieren. Ich sage ausprobieren, weil es halt so noch nicht untersucht worden ist. Es deutet sich nur an, dass das wahrscheinlich auch funktionieren wird. Das hat jetzt Vor- und Nachteile. Zum einen, wenn die Roboter immer menschenähnlicher werden, kann das dazu führen, dass wir auf der einen Seite viel einfacher mit ihnen interagieren können. Das heißt, wenn ich nicht programmieren muss oder Knöpfe drücken, sondern ich kann einfach mit dem Roboter sprechen, wie mit Siri oder Alexa, das ist erstmal einfacher für mich. Auf der anderen Seite erhöht das aber natürlich auch die Erwartungen. Denn ich zeige gleich nochmal den Pepper-Roboter. Wenn man den sieht, der hat schon so ein sehr poliertes Design, sieht sehr fertig aus, kann aber gar nicht viel. Das kann natürlich schnell dazu führen, dass man sehr frustriert ist und mit der Technologie dann nicht mehr arbeiten möchte. Und auf der anderen Seite, wenn die Roboter so niedlich sind oder wie Haustiere, besteht natürlich auch die Gefahr, dass unangemessene Bindungen entstehen. Es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass die Menschen den Roboter nicht mehr ausschalten wollen, wenn er sagt, schalt mich bitte nicht aus. Oder dass sie den Roboter retten wollen in einer Gefahrensituation, wo man ja eigentlich die Roboter einsetzen würde, um zu sagen, in der Gefahrensituation sollten die Menschen sich entfernen. Die Kiste bleibt dann da stehen. Das ist aber nicht immer so eingetreten. Ach, da habe ich nochmal den Roboter eingekreist, habe ich vergessen, Entschuldigung. So, wie kann man jetzt diese Wirkung verschiedener sozialer Hinweisreize oder sozial anmutender Hinweisreize in Robotern systematisch untersuchen? Am Arbeitsplatz, aber auch darüber hinaus. Hierzu habe ich jetzt zum Schluss einfach nochmal ein paar Beispiele mitgebracht, damit Sie einfach nochmal ein paar Roboter sehen, mit denen ich auch arbeite und wie anders in dem Experiment mit der Berührung, auch im Arbeitskontext, solche sozialen Hinweisreize im Design wirken können. Und das erste Beispiel ist hier, jetzt sehen Sie einmal den Roboter Pepper, der eine sehr menschenähnliche Gestalt hat, dadurch, dass er sowas wie einen Kopf hat, zwei Arme, Hände und er ist in der Lage, Sprache auszugeben. Wir haben den eingesetzt in einem Szenario unter Corona-Bedingungen, das heißt, es ist ein Video, was in einem Online-Experiment gezeigt worden ist, und den Menschen die Situation zu vermitteln, sie müssen an einem Hotelempfang mit diesem Roboter zusammenarbeiten, diesem Kollegen, sollten sich in die Situation hineinversetzen. Ich mache jetzt einmal beispielhaft an, wie dieser Roboter spricht. Lassen Sie es einfach einmal auf sich wirken. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass wir heute zusammenarbeiten werden. Ich heiße Pepper Minx und ich bin ein Roboter. Ich wurde von einer französischen Firma erfunden und komme daher ursprünglich aus Paris in Frankreich. Meine Stärken liegen in der Interaktion mit BesucherInnen sowie in der rasanten Erstellung von Buchungen und Rechnungen. Wir werden die Aufgabe heute gemeinsam lösen. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Die Hotelleitung und alle KundInnen sagen, dass ich gute Arbeit mache. Wollen wir direkt starten? Dann klicken Sie auf Weiter.
Das war jetzt also das Intro des Roboters in dem Online-Experiment. Man sollte sich halt vorstellen, es ist der erste Tag, man arbeitet neu mit dem Roboter zusammen und dann mussten unterschiedliche Aufgaben gemeinsam gelöst werden. Die Aufgaben waren alle computerbasiert. Es ging um einen Test, wo man Emotionen in Gesichtern von Menschen, in dem Fall KundInnen, erkennen sollte und mathematische Aufgaben, um einfach zu variieren, was für Arten von Aufgaben man mit diesem Roboter erfüllen soll. Unsere Annahme ist allerdings, dass hier ganz viel bei diesem Roboter zusammenkommt, dass man ihn sympathisch findet und ihm auch Fähigkeiten zusammenschreibt. Und einer dieser Punkte ist sicherlich, dass er ein Gesicht hat. Der kann ja noch nicht mal den Mund bewegen oder die Augen, das ist relativ statisch, aber das Vorhandensein des Gesichtes gibt einem so ein bisschen das Gefühl, und ich sage Gefühl, weil das hatten wir ja noch nicht untersucht, dass er einen anguckt, dass er präsent ist. Und das könnte natürlich ein sehr, sehr wichtiger Hinweisreiz sein, der dafür ausschlaggebend ist, wie wir die Zusammenarbeit empfinden oder nicht. Deshalb haben wir das Video ein bisschen manipuliert, um zu sehen, wie das wäre, wenn dieser Roboter, genau dieser Roboter in diesem Fall, kein Gesicht hätte. Das sieht dann so aus. Ich spiele das jetzt nicht mehr ganz ab, nur dass man eine Impression davon bekommt, wie das jetzt ist, wenn dieser Roboter das Gesicht nicht mehr besitzt. Ich denke, man bekommt schon eine ganz gute Vorstellung davon, dass es ein bisschen anders ist. Ich finde, man nimmt im System immer noch ab, dass es in der Lage sein kann zu sprechen, weil man so ein bisschen auch daran gewöhnt ist, dass Technologien Sprachausgaben haben. Dafür müssen die nicht unbedingt ein Gesicht haben. Das können ja auch Computer oder Voice-Agenten auch. Dennoch ist es so eine ganz andere Empfindung. Ich kann leider noch nicht die finalen Ergebnisse präsentieren, weil das ein laufendes Experiment ist. Wir hatten bei 100 Teilnehmenden schon einmal kurz reingeguckt, weil ich gerne schon was präsentiert hatte. Da zeigten sich bei den zentralen abhängigen Variablen jetzt aber noch keine signifikanten Unterschiede. Wir haben aber noch nicht in die Fähigkeitszuschreibung geguckt und ich denke, dass man da auf jeden Fall Unterschiede finden würde. Also zum Beispiel, ob man glaubt, dass der Roboter Menschen wahrnehmen kann, bin ich mir ziemlich sicher, dass man da Unterschiede finden wird. Aber nur so schon mal als kleine Voridee, was man da so angucken kann. Jetzt komme ich zu zwei anderen Beispielen noch, wo wir schon Ergebnisse haben. Das erste ist die Wirkung von Sprache im Roboter und es ist wieder unser Freund Pepper. In dem Experiment haben wir eine Supermarktsituation manipuliert, in der der Roboter assistiert beim Einkaufen. Und wir haben die Stimme des Roboters gleichgelassen, aber die Art der Sprache variiert, um zu sehen, ob es einen Unterschied auf die Sympathie und auch die Akzeptanz des Roboters nach einem Fehler hat, wenn er so spricht wie ein Mensch oder eher wie ein Roboter. Unsere Vermutung dahinter war, dass der Roboter, der schon so ein bisschen aussieht wie ein Mensch, unglaubwürdig wird, wenn er maschinenhaft spricht oder als niedlich wahrgenommen würde. Ich zeige hier auch nochmal das Beispiel. System hochgefahren. Ich bin Pepper, der Einkaufsassistent. Person festgestellt. Name zur Registrierung nennen. Name registriert. Ich werde mit dir einkaufen gehen. Ich habe Zugriff auf die Einkaufsliste, die es einzuhalten gilt. Fortfahren. Also wie man hoffentlich gemerkt hat, der Roboter benutzt, also er spricht natürlich trotzdem in einer verständlichen Sprache, aber es ist sehr systemhochgefahren, erkannt, also so eine maschinenhafte Art und Weise zu sprechen, wie Menschen es in der Regel nicht tun würden. Und in der anderen Bedingung haben wir ihn wirklich ganz in Anführungsstrichen normal menschenähnlich sprechen lassen. Das klang dann so. System hochgefahren. Ich bin Pepper, der Einkaufsassistent. Schön, dass du hier bist. Verrätst du mir, wie du heißt? Oh, ein schöner Name. Ich freue mich, mit dir einkaufen gehen zu dürfen. Ich habe eine Einkaufsliste auswendig gelernt, an die wir uns dabei halten sollen. Alles klar? Das ist das Verhalten, was der Roboter ursprünglich zeigt. Das heißt, auch während des Einkaufens benutzt er so eine Art von Sprache, die natürlich so ein bisschen parallelisiert ist, damit man vergleichen kann, ob es wirklich nur die Art der Sprache ist, die er unterschiedlich verwendet. Guten Tag. Was passiert dann im Studienverlauf? Es gibt verschiedene Artikel, die der Roboter vorgibt, die in diesem
Labor-Supermarkt zu finden sind. Die Menschen tun die in eine Box, die der Roboter trägt. Und kurz vor Schluss lässt der Roboter den ganzen Einkauf fallen. Gab natürlich auch eine Kontrollbedingung, in der kein Fehler passierte. Aber am spannendsten ist hier natürlich die Bedingung mit dem Fehler, weil man davon ausgehen kann, dass Roboter in so einem Service-Kontext, aber auch in jedem anderen Arbeitskontext Fehler machen werden. Und dann ist es wichtig, wie Menschen darauf reagieren, wie sie damit umgehen können und ob sie überhaupt danach noch bereit sind, weiter mit dieser Art von Roboter zu interagieren. So, nach dem Fehler hat der Roboter natürlich auch wieder in so einer unterschiedlichen Art geantwortet. In dieser maschinenhaften Bedingung Fehler 101, Transportbox fehlt. In der anderen sehr menschenähnlich sympathisch, oh je, Entschuldigung, da habe ich wohl nicht richtig aufgepasst. Dürfen Sie einmal überlegen, was wir dann gefunden haben bezüglich des Vertrauens in den Roboter und der Sympathie. Ich habe das aus Zeitgründen gerade aus einer alten englischen Präsentation kopiert. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Ich erkläre das natürlich auf Deutsch. In der Bedingung mit der maschinenhaften Sprache, wo der Roboter sich so wie ein Computer präsentiert, findet man signifikante Unterschiede zwischen der fehlerfreien und fehlerhaften Bedingung. Das heißt, wenn der Roboter keinen Fehler macht, wird er mehr gemocht, ist sympathischer. Das Vertrauen in den Roboter auf einer affektiven wie auch auf kognitiven Ebene, dass man dem zutraut, dass er hilfreich ist, dass man glaubt, dass der Roboter gute Fähigkeiten hat, ist signifikant besser, wenn er keinen Fehler macht. Und auch die Intention, weiterhin diesen Roboter zu nutzen in dem Kontext, ist signifikant höher, wenn er keinen Fehler macht. Es galt aber nur für diese Form der Interaktion, wo der Roboter spricht wie ein Computer. In der anderen Bedingung, wo er so eine soziale, menschenähnliche Sprache benutzt, die wir uns ja mehr oder weniger für ihn ausgedacht haben und in den Mund gelegt haben, da steckte jetzt noch keine KI hinter oder so, findet man diese Unterschiede nicht mehr. Das heißt, wenn Fehler passieren in der Interaktion, die natürlich immer auftreten können, kann so eine sympathische Gestaltung der Sprache diesen Effekt des Fehlers abmildern. Sicherlich nicht, wenn der Fehler jetzt tödlich für den Menschen enden würde, wenn eine Gefahr davon ausgeht oder etwas Krasseres passiert. Da bin ich ziemlich sicher, dass das hier ein Faktor ist, den man mit berücksichtigen müsste. Aber so kleinere Fehler, die in der Interaktion passieren können, gerade in so einem Service-Kontext, lassen sich anscheinend abmildern, dadurch, dass man eine sympathische Sprache für den Roboter benutzt. Und als letztes habe ich noch ein sehr junges Experiment auch aus der Corona-Zeit mitgebracht, das wir online durchgeführt haben. Das andere war jetzt tatsächlich im Labor noch vor Corona, wo die Leute wirklich kommen konnten und mit dem Roboter interagiert haben. Hier haben wir uns jetzt wirklich angeguckt im Arbeitskontext einer Verpackungsstation, dass ein Mensch und ein Roboter, auch Pepper, zusammenarbeiten. Leider nur szenariobasiert online wegen Corona. Die Leute sollten sich vorstellen, sie arbeiten, und das war hier die Idee der Studentin, in einer Crazy Candy Manufaktur und müssen verschiedene Süßigkeiten zusammenpacken. Es gibt Aufgaben, die Mensch und Roboter übernehmen können. Das sieht man hier in den Fotos. Also das Hinstellen einer Box, das Auswählen der Süßigkeiten, das Verpacken in der Box, all das können sowohl Mensch als auch Roboter machen. Aber zum Beispiel hier Schritt 7, das Zukleben des Kartons, kann nur der Mensch machen. Und das finale Absenden der Bestellung und das Eintragen im System, Schritt 10, konnte nur der Roboter tun. Die Menschen sollten jetzt also entscheiden, wenn sie zusammenarbeiten, welche Aufgabe sie sich selbst und welche sie dem Roboter zuordnen, ohne den vorher zu kennen. Das heißt, sie mussten so ein bisschen entscheiden, wie teilen sie die Aufgabe mit dem Roboter auf. Das war nicht das, was uns am meisten interessiert hat, sondern uns hat am meisten interessiert, wenn was schief geht, was ja eigentlich relativ sicher ist, vielleicht aber auch auf Seiten des Menschen, was kann der Roboter jetzt tun, wenn er zum Beispiel unter Corona-Bedingungen allein mit einer Person ist, um rückzumelden, dass da was schiefgegangen ist, sodass der Mensch das korrigieren kann. Und das, was Adelisa Martinovic sich hier ausgesucht hat, sind Strategien zu negativem Feedback. Und sie hat versucht, diese auf Roboter zu übertragen. Das heißt, der Roboter hat eine von vier verschiedenen Feedback-Ebenen übernommen. Das ist einmal unten rechts ein personenbezogenes Feedback und bei den anderen Beispielen geht es mehr um ein prozess- oder aufgabenbezogenes Feedback. Hier ist mal eben ein kurzes Vor, was sich mehr um die Aufgabe dreht. Du kannst dich verbessern und effizienter werden, indem du deine bisherigen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit anderen Personen oder auch im Umgang mit anderen Robotern noch stärker in deine Überlegungen einbeziehst.
Ein prozessorientiertes Feedback war zum Beispiel, deine derzeitige Zuteilung wird nicht zu einem optimalen Arbeitsergebnis führen, da sie nur 2 von 5 Kriterien berücksichtigt. Und das Schlimmste, wie man es aus der Literatur hört, also das Feedback, was man am besten nicht geben sollte, das zeige ich jetzt nochmal im Video, das ist das personenbezogene Feedback. Die von dir getroffene Zuteilung der Arbeitsschritte für unsere Zusammenarbeit in der Verpackungsstation ist leider noch verbesserungswürdig und stellt keine effiziente Lösung dar. Du gehörst in Bezug auf deine Kompetenzen in der Zuteilung der Arbeitsschritte und dem damit zu erwartenden Arbeitsergebnisses derzeit noch zu den leistungsschwächeren Beschäftigten des Unternehmens. Ja, ich weiß nicht, wie gut das in dem Video jetzt hier so rübergekommen ist. Das ist natürlich auch immer so ein Problem mit Online-Studien. Das ging den Teilnehmenden sicher genauso. Als wir die Videos im Labor aufgezeichnet haben, war das total verrückt, weil wir wussten ja, dass der Roboter ein negatives Feedback geben würde. Und wenn man vor diesem Ding steht und es sagt, du gehörst zu den Schlechtesten unter deinen Kollegen, das macht irgendwie was mit einem. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber irgendwas passiert, obwohl das Ding auch, wie man hier sieht, auch wirklich nur statisch dasteht, so eine negative Kritik zu bekommen, ob das jetzt von einem Computer ist oder einem Roboter oder einem Menschen, das fühlt sich einfach nicht gut an, selbst wenn man darauf eingestellt ist. Was man in dem Video ganz schön sieht, wir haben hier versucht, alles Mögliche zu kontrollieren, zum Beispiel auch die Bewegungen des Roboters. Das heißt, in der anderen Studie hat der Roboter ja noch so ein bisschen gestikuliert. Das heißt, da kamen sehr, sehr viele Hinweisreize zusammen. Hier sieht man jetzt wirklich nur die Gestalt in Kombination mit dem negativen Feedback. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, da fehlt irgendwie was. Warum gestikuliert der denn jetzt eigentlich nicht? Kommen kurz noch zu den Ergebnissen. Die von dir jetzt. Nicht nochmal. Möchte das auf das Wesentliche runterbrechen. Zentral von Interesse war, wie wird das Feedback durch den Roboter wahrgenommen und wie zufrieden sind die Leute nach dem Feedback noch mit dem, was sie geleistet haben. Was sie geleistet haben, war die Zuteilung der Arbeitsschritte. Und wir finden, dass diese 4 Arten des Feedbacks, also wirklich nur zu sagen, der Prozess war nicht ideal oder du bist daran schuld, unterschiedlich wahrgenommen wurde, was man statistisch zeigen konnte. Also die Faktoren in diesem Feedback Perception Questionnaire, der halt Feedback-Wahrnehmung misst, konnte zeigen, dass das personenbezogene Feedback am unangemessensten wahrgenommen wurde, dass nach dem Prozessfeedback, also wirklich zu erklären, was im Prozess nicht gut gelaufen ist, die Bereitschaft, seine Einteilung zu ändern, am höchsten war. Und auf so einer affektiven Ebene, also wie man jetzt dem Roboter gegenübersteht, der einen gerade kritisiert wurde, kam auch das personenbezogene Feedback am schlechtesten an. Hinsichtlich der Arbeitszufriedenheit wurde ein Vorher-Nachher-Vergleich gemacht. Also wir haben vor dem Feedback geguckt, wie zufrieden, also danach gefragt, wie zufrieden die mit der Zuteilung der Aufgaben sind und nachher nochmal. Hier zeigte sich auch ein signifikanter Unterschied. Also nachdem sie negatives Feedback bekommen haben, waren sie nicht mehr zufrieden wie vorher. Die Mittelwerte sind hier immer noch ziemlich hoch und ich sehe gerade, die Standardabweichung ist geheim. Wir haben aber keine Unterschiede gefunden hinsichtlich der Feedbackarten. Das heißt, die Zufriedenheit mit der eigenen Arbeitszuteilung wurde schlechter nach einem negativen Feedback. Dann war aber eigentlich egal, was für eine Form von Feedback benutzt worden ist. Das heißt, dieser kleine Ausschnitt kann zeigen, dass negatives Feedback durch Roboter sich auf die eigene Arbeit auswirkt, dass das was mit den Menschen macht, dass es die Zufriedenheit sinken kann. Und deshalb sollten wir auf jeden Fall weiter gucken, wie das in der echten Interaktion ist. Das war ja nur eine online-basierte Studie. Ob sich das auch so auswirkt, was für Alternativen es vielleicht gibt, um negatives Feedback zu generieren, weil es ja wichtig wäre, dass ein Roboter auch Feedback geben kann, wenn was schiefläuft. Und Faktoren zu identifizieren, die vielleicht helfen können, dass die Arbeit besser wird. Und wenn ich sage, Arbeit besser wird, meine ich damit sowohl die Performance, also dass die Leistung, die Mensch und Roboter zusammen erbringen, hoch ist, aber auch die Zufriedenheit der Menschen nicht darunter leiden sollte. Ja, um mit dem Vortrag abzuschließen, was passiert jetzt, wenn Roboter in die Arbeitswelt einziehen? Welche Rolle spielen dabei sozial anmutende Hinweisreize? Natürlich wird sich die Arbeitswelt ein bisschen verändern, wenn immer mehr verkörperte Technologien dazukommen. Und da meine ich jetzt eben nicht nur Industrieroboter, sondern auch
Formen von Robotern, die wir gerade gesehen haben, Service-Roboter, soziale Roboter, Roboter, die menschenähnlich aussehen. Das kann dazu führen, dass sozial- und arbeitspsychologische Konsequenzen eintreten. Da sollten wir jetzt schon drüber nachdenken, wie diese aussehen. Und wir sollten uns dabei einbringen, um eine menschengerechte Gestaltung zu fördern, die von vornherein eben berücksichtigt, dass so eine Gestaltung mit Hinweisreizen verschiedene Effekte haben kann, die sowohl positiv als auch negativ sein können. Und was dafür relevant ist und was deshalb unbedingt erforscht werden sollte, wäre, welche Faktoren in der Gestaltung von Robotern und der Interaktion sich auf die Akzeptanz, Motivation und Zufriedenheit im Arbeitskontext auswirken. Da wissen wir noch nicht genug und das ist das, was ich in Zukunft gerne tun möchte. Jetzt würde ich gerne, bevor wir in die Diskussion gehen, dazu ein paar offene Fragen noch in den Raum stellen, die ich da insbesondere wichtig finde. Dazu gehört, welche Hinweisreize sind jetzt von besonderer Bedeutung, wenn Mensch-Roboter-Interaktion am Arbeitsplatz stattfindet? Gibt es zum Beispiel Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Hinweisreizen? Wirkt zum Beispiel eine gewisse Stimme zusammen mit einem bestimmten Aussehen unterschiedlich? Wie ist das, wenn Gestik und Sprache zusammenpassen oder nicht? Wenn der Roboter nickt und ja sagt und den Kopf schüttelt oder nickt und nein sagt? So Dinge, die man auch bei Menschen findet. Findet man bei Industrierobotern diese Effekte jetzt auch, wie zum Beispiel den Effekt durch Berührung, oder gilt das wirklich nur für diesen menschenähnlichen Roboter? Und welchen Einfluss spielen denn individuelle Prädispositionen, ob man Vorerfahrungen mit Robotern hat, ob man einen Ingenieurshintergrund hat und welche Rolle spielt der Interaktionskontext? Also nicht nur, ob das jetzt in der Freizeit ist oder bei der Arbeit, sondern auch, ob der Roboter in der Pflege eingesetzt wird, ob er in der Industrie eingesetzt wird, in der Bildung oder an verschiedenen unterschiedlichen Orten. Wenn ich Sie ein bisschen für den Themenbereich heute interessieren konnte, würde ich gerne noch diese Bücher empfehlen. Keins davon habe ich selber geschrieben, deshalb kann ich es guten Gewissens auch empfehlen. Das linke ist wirklich ein Lehrbuch, wenn man sich ein bisschen mal den Bereich Mensch-Roboter-Interaktion angucken will. In der Mitte, The Man Who Lied to His Laptop, ist wirklich eine sehr schöne Abendlektüre über den Bereich, wie Menschen auf Technologien, insbesondere Computer, reagieren. Und rechts ganz neu aus einem ganz anderen Bereich, aber wie sich unsere Arbeit oder auch generell das Zusammenleben durch Roboter verändern kann und was man tun kann, um nicht selbst zum Roboter zu werden. Damit möchte ich mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Und wenn Sie noch ein bisschen stöbern wollen, hier sind die Adressen, wir sind auf verschiedenen Kanälen vertreten. Wenn Sie mich stalken wollen, dann finden Sie die meisten Sachen noch unter meinem alten Namen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Fragen.